Und herzlich willkommen zu Dragon Ball Z Battle of Z. Wir sind jetzt mittlerweile hier bei der 11. Mission angelangt. Ich mach mal mein Fenster zu, weil sonst haben wir hier noch irgendwelche Autogeräusche im Hintergrund, das wir ja vermeiden wollen, damit auch ja alles tipptopp paletti ist, ne? Ja, wir haben jetzt die Saiyajin-Saga abgeschlossen und gehen jetzt weiter zur 11. Mission, indem wir den Affen besiegt haben und beginnen mit der Freezer-Saga. So, hey, Freezer-Saga, okay, den habe ich vorhin ein bisschen gepusht gehabt, weil ich... Ah, genau, ich habe ja hier noch... Ich habe hier so ein bisschen auf S gespielt, ein paar Sachen hier, das habe ich auf S gespielt, okay, das muss ich noch auf S spielen. Und sonst ist alles auf S. Ja, alles, was wir gespielt haben, ist auf S. Außer also, die eine Mission, die muss ich danach noch machen. Aber die ist ein bisschen gay, also doch nicht. Ja, auf jeden Fall, ich habe ein bisschen gespielt, deswegen habe ich es jetzt hochgepowert, aber ich will es ändern. Ich mach den mal anpassen. Ja. Ich versuch's erst einmal. Also ich war jetzt das eigentlich. Vegeta haben wir jetzt gespielt eine Zeit lang. Piccolo hatten wir gespielt zum Goku. Ja, aber wieder zum Goku haben wir lange nicht mehr genommen. Zum Goku, den hatten wir gegen den, gegen Vegeta im dritten Part gehabt. Ja, aber Piccolo. Dann zum Goku mit. Vegeta kann auch mit. Und man kann noch mit. Kann ich noch mit Goku nehmen. Das ist aber doof. Will ich nicht. Gohan oder Krillin? Gohan oder Krillin? Okay. Hör auf zu sticheln, Ki freisetzen, volle Kraft machen. Sonnenfaust, mal gucken. Stärke 205. Nehmen wir mal von vorne. So, dann starten wir mal die Mission. Was soll ich denn vielleicht powern? Ich power den mal ein bisschen. So. Ja, das ist angeschrieben im Teamspeak, aber ist egal, geht das nicht. Und jetzt 20, dann hier 20. Dann 15 bis 15 Kopf machen, soll er auch hier Drängung dahinter sein. Später werden noch schwer genug Missionen auf uns zukommen. So, wie viel hat er denn jetzt? 320. Wie war das? Ach, hier Dreieck anpassen. Da gehen wir so gut. Jetzt gehen wir mit. Dann gehen wir. Das ist ein Dreieck. Da ins Rennen laufen, ne? Die Sumoku-Karte für Son Goku bestätigen. Und vielleicht müssen wir noch eine Karte von Gohan geben, dass wir genau sagen, wie wieder. Dann können wir eigentlich auch direkt losstarten. Mission ist gestartet. Wir haben jetzt schon 4 Minuten verquasselt. Die Karte Muten Roshi Lektion macht dich stärker, wenn du auf dem Boden kämpfst. Bei Bodenkämpfen sicherlich nützlich, oder nicht? Fair von Logik, ne? Ginyu wird mächtiger, wenn Jis und die anderen Untergebenen besiegt wurden. Er ist wirklich aggressiv. Okay. Namek, dunkle Wolken. Da kommt die Z-Kämpfer. Die Freezer-Saga hat begonnen. Warum dreht sich immer Vegeta mit dem Rücken zu uns? Mag er uns nicht? Lauf Linda. Hey, das sind ja Vierlinge. Haha, ihr werdet alle sterben.
du, mein Freund, schon. Du wirst gleich ins Gras beißen. Warte mal. So, jetzt hat die. Ja, na, na, na. Hä? So. So, jetzt hier. Und oh, auch hinüber. Jetzt halt nicht zu schaffen, so. Doch. Hier, hier, hier. Auch okay. Und. Haben wir davon 20 Sekunden. Komm, warte, wie jetzt? Nee, halt. Und BAM! Jetzt ab. Und jetzt nochmal hier. Nein. So. Jetzt ab hier. Geben. Also ein bisschen früher sind da. Digga, den vier Pferdel gerendert. Oh, komm, ja. Nur wieder so viele, die so alles optisch auch so aufnimmt. Wenn ich dann wieder voll. Und da. Von Piccolo nie gesehen. Weiter geht's. Was denn? Waren, glaube ich, alle. Was? Waren voll viele. Alles Zwillinge. Frieza-Soldaten, alles Zwillinge. Diese Mutterhunde, die muss aber fett gewesen sein, wenn die so viele Zwillinge auf die Welt bekommen hat. Okay, sind ja keine Zwillinge, sind ja dann Zwanzlinge oder was? Wie viele? Und über 20 auf jeden Fall. Die hat 4 Wellen gehabt und 20, ja, 20 werden es lecker gewesen sein. S-Rang abgeschlossen. Ah, 9 Minuten hatten wir das. Oh, Level 2. Rang 42 sind wir. Und neue Karten. Hier können wir machen. Freezer-Soldat als Charakter freigeschalten. Andere Ära Mission 42. Sonderam von The Battle of Z. Ich bin von den Schülern jetzt positiv überrascht, ne? Mission 12.
hier. Nicht alleine. Ah, wir gehen hier nach der Reihe 12, 41, dann geht's hier weiter. Ah, ich glaube, ich schnall's jetzt. Das ist einfach so eine Zusatzmission von der Saiyajin-Saga. Schätze ich jetzt mal. Dann hier von der. Nochmal von der Saiyajin-Saga, sind dann nochmal solche zusätzlichen Missionen. Ich würde mal sagen. Hat nichts mehr Story zu mir an 3, wie abgemacht wird das hier gegen. So einen Lauch. Machen wir noch einmal mit Piccolo. Also das wird jetzt ein Piccolöchen-Part. Ein Piccolöchen. Die ultimative Bewegung braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Lass dich von deinen Partnern schützen bis. Ah, puh! Okay, das habe ich vorhin schon gelesen, brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Ja. Telekinese versus Kampf. Und die Krieger sind angekommen. Wieder Vegeta mit dem Rücken zu uns. Wie wir es kennen, ne? Der fette Guldo, yeah! Guldo ist doch im Anime mit einem Schlag besiegt worden, oder? War doch einer, der mit einem Schlag besiegt worden ist. Und? Nee, wir! Dich! Ja! Ich kann mich nicht rühren. Jetzt aber. Wow! Wo ist wieder? Komm her, Zack! So, jetzt hat er. Wow! Wo ist wieder keine Fettsack? So, jetzt. Jetzt mach ich nur Synchro. Voll auf die Kinder raus. Jetzt komm, komm, komm her! Oh, Leute, ich bin da wirklich ein bisschen aus hier von denen. Aber. Zwei noch? Auf der einen Seite? Jetzt kommen wir nicht durch. So. Komm, hilf mir mal. Jetzt sind alle mir vorbei und keiner kann mir helfen. Alleine gegen die zwei. Boah, danke von Gohan. Der Nummer 1. Er hat da einen Korb. Ich hab noch was immer dabei gehabt. Ach komm! So, der ist down. Erstmal habe ich verloren. So, jetzt auf Guldo. Oh, Guldo hat ordentlich Damage bekommen. Jetzt komm, nochmal. Oh. Komm, nochmal. Noch einmal, weil es so schön war. Und jetzt nochmal auf ihn. Jetzt komm. Oh. Jetzt nochmal. Nochmal. Nochmal auf ihn, komm. Ich muss ihm jetzt recht geben. Ah, ich wurde von diesen Würmern besiegt. Okay. Wir hatten halt nichts mehr, hat diese Ginyu-Kommandant nichts zu bieten und ich Dummkopf. Ja, Warnung. Oh mein Gott, heil mich mal, ist ein Gohan. Hier komme ich. Ginyu-Kommando Rikum. Gut. Ginyu-Kommando Rikum. Eine prima Ballerina und eine Fette dazu. Wieder fast 20 Lauch hier ausschalten. Okay, wir haben das. So, jetzt. Komm, gib ihm noch. Komm, jetzt auf ihn. Ah, okay, jetzt. So, jetzt, komm. Jetzt wollen diese ganzen Soldaten aushalten.
Oh, hast du einen Drachen gemacht? So, gib hoch, Gohan, Gohan, Gohan. Danke dir, danke dir. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt hier. Komm, jetzt. Oh, jetzt. Das hier und jetzt. Nein, 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 nein. Jetzt. Komm, auf ihn. Damage kriegt. Wow. Oh, jetzt ist es. Ich noch mal hier. Und ja, nächsten haben wir ausgeschaltet. Ja, vielen Dank. Aber gleich ist er egal. Ich bin gleich tot. Hinter mir. Da ist er. Wieder offen. Wir können aber noch mal fliegen. Komm, offen. Oh, der Fieselblatt ist auch down. Ja, gut, gut, gut. Die Attacke von Piccolo ist gut. Kommen. Und da haben wir eh gleich besiegt. Also daran wird es wohl nicht weiter. Oh, eine Synchro. Eine ordentliche Synchro. Und. Ja, nochmal auf ihn. Immer wenn. Jetzt komm, nochmal, 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 nochmal. Okay, jetzt nochmal. Jetzt, ja. Nochmal Bomben. Und jetzt. Oh oh, ich bin besiegt worden. Hast du doch alles vorgestellt als. Aber hier, nochmal die. Noch? Hier ist noch nicht worden. Und. Das hat einen ordentlichen Hit gegeben, nochmal, ja, weil es so schön war. Und gut, aber wir siegen. Also, den Part halten wir sogar noch unter 18 Minuten, aber den Part eigentlich wünschen. Aber zu schnell besiegt. Außer es kommt jetzt noch einer von den Genie Force. Hat der Sack von Piccolo ist aber echt nicht schlecht. Und dann alles zu einer Kugel und dann Angriff. Ich hab's aber noch nie eingesetzt, glaube ich. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich drück grad eben so voll mit meinem Zeigefinger hier drauf. Oh, komm, 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 komm. Oh, 50 bei Hälfte, 50 bei der Hälfte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte schneller, 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 schneller. Oh, 92. Boah, 92. Kato 92 geschafft. Ich hab mir eben die Finger bunt getippt. Rang A, okay, den muss ich mir nochmal spielen. Weil ich will alles auf S haben. Zwei neue Karten haben wir erlangt. Guldo, als Spielwaren da. Dann Kampfmodus Schlacht wird freigeschaltet. Namek Ödlis. Und ja Leute, solange das hier schon mal speichert, verabschiede ich mich schon mal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der Endcard habt ihr ja wieder die Möglichkeit, zur vorherigen Folge zu kommen oder zur nächsten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert uns, dann verpasst ihr nichts mehr. Okay, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Duck Alpha. Tschüss.